Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Es geht um Pineview Drive Homeless, wie ihr lesen könnt. Und ja, da habe ich ein sehr, sehr unschönes Erlebnis vor anderthalb Jahren gehabt mit dem ersten Teil. Den wollte ich eigentlich auch damals für euch Let's Playen. Und da ist meine Festplatte flöten gegangen und die ganzen Aufnahmen. Yay. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, bevor wir den ersten Teil jetzt quasi oder ich doppelt spiele, kann ich doch besser im Endeffekt das Remake Homeless spielen. Und da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bei den Entwicklern von Fizz Games bedanken für die Bereitstellung des Keys, denn dadurch kann ich den Horror erneut erleben und ja, in aufpolierter Optik, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ich glaube, die Spielzeit ist ein wenig kürzer geraten. Aber das werden wir uns gemeinsam doch mal anschauen. Ich bin mal gespannt, wie das Haus aufgebaut ist. Ob das für mich, ich weiß ja nicht, ob ihr den alten Teil eventuell woanders schon mal gesehen habt, ob euch das bekannt vorkommt. Und ansonsten lasst uns einfach starten. Cheatwetter. Achso. Mein Name ist Miles Reynolds. Hallo, Miles. Ich war in der Army. Eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem läuft er an Straßen entlang. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche, alles zu vergessen. Fast dasselbe. Das hätte ich selber geschrieben. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Also die kommen? Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Mhm. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen, war da ein altes, verlassenes Landhaus. In Gedanken an ein Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, ich wollte nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Tja, das kann man vorher nie wissen. Aber doch prinzipiell, wenn man im Dunkeln nachts durch die Gegend rennt, würde ich einfach nicht zu irgendwelchen wildfremden Häusern gehen. Vor allen Dingen nicht mit so großen Toren davor. Eindeutig, das ist ein sehr gutes Indiz dafür, sich davon fernzuhalten. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Checkliste aufbauen, so welche Punkte abgearbeitet werden müssen, damit man weiß, von diesem Ort halte ich mich definitiv fern. Hey, es ist wunderprächtig hell. Noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Ach genau, man musste ja quasi immer die Nacht rumkriegen. Mensch, wir sind aber nicht unbedingt die Schnellsten, obwohl... Habe ich Taschenlampe? Ja. Habe ich Taschenlampe? Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Also der Unterschied ist schon mal, beim alten Teil musste ich einen Schlüssel suchen und der lag, glaube ich, irgendwo hier im Gebüsch oder so. Und hier ist das Tor jetzt schon auf. Mensch, da habt ihr uns aber echt die Herausforderungen weggenommen. Unmöglich. Aber langsam laufen tut er immer noch. Ach, diese wunderprächtigen Statuen. Wie habe ich sie nicht vermisst? Naja, zumindest sieht man im Blitz dann doch das Haus. Ach stimmt, Batterien. Da war ja was. Ein sehr gruseliges Windspiel, das kenne ich aber auch noch nicht. Ja, das ist doch bestimmt zu. Wait, was? Warum muss ich hier keine Schlüssel suchen? Ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen.
klar. Also bitte die Tür zumachen. Tür zu? Okay, wir können keine Tür zumachen. Sie geht von alleine zu. Die gut platzierten Decken und Jacken und sonst was. Ja, eindeutig. Dieses Geräusch, da habe ich mich damals schon drüber gewundert. Ich habe immer gedacht, ob das irgendwie so eine Bondage-Fabrik hier ist, weil sich das immer so wie Leder anhört. Und die wunderprächtigen Engel existieren auch noch. Genauso wie die eingebauten Jumpscare-Töne. Ich weiß gerade gar nicht mal, ab wann der Strom funktionierte. Irgendwann tat er es auf jeden Fall. Gut. Das heißt, wir laufen quasi Nacht für Nacht jetzt alle Räume hier ab, um neue Dinge zu triggern. Ja, ist ja gut. Spiel, lasset mich doch erstmal erklären, bevor du loslegst. Und wir müssen auf Hinweise achten, auf Töne. Viertel nach 10. Und für euch werde ich das natürlich dementsprechend schneiden, sodass es nicht allzu langweilig wird, weil ich... Nur ein paar knarzende Holzdielen, kein Grund zur Beunruhigung. Genau. Weil ich hier garantiert das ein oder andere Mal durchlaufen werde. Verdammt, ist der Ton laut. Ich glaube, man durfte auch nicht alle Schalter anmachen. Also alle Lichtschalter, weil wenn der Strom irgendwann funktioniert, dann könnte der rausspringen. Ach genau, hier war das Schlafzimmer, ne? Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Es ist ja schön, dass man die so zufriedenstellen kann. Ein bisschen kalt, wa? Wir können wohl nicht schlafen. Was war das? Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Mhm. Ach scheiße, was hatte das nochmal mit der Leiste zu tun, mit der grünen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch noch, dass irgendwas mit diesem Spiegel war. Aber ich kann auch nicht mehr genau sagen, was. Wait. Oh nein, bitte tu mir das nicht an. Ist das jetzt schon... Hier gibt's einen Clown, Leute. Also wer eine Clownphobie hat, wieso kann ich... Kann ich treten? Ich kann hauen. Warum ist da eine Hand drunter? Oh, ganz schön hell. Gut. Hier kann ich zumindest nichts anpacken. Der Clown bleibt unterm Bett. Schauen wir doch mal, was hier umgefallen sein könnte. Orientierung hoch 10, würde ich mal sagen. Boah, die Taschenlampe, die... lässt aber ganz schön schnell nach. Wir haben doch noch 2 Punkte. Ich hoffe, das wird für euch nicht allzu dunkel. Boah. Das ist unfair. Man muss das quasi schon bei... Warum hat er sich denn jetzt erschreckt? Ist hier irgendwas umgekippt? Warum zum Teufel ist diese Tür jetzt abgeschlossen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also hier liegt nichts. Ich spute mich mal ein bisschen. So, hier ist auch immer noch alles dicht. War diese Tür eben auch schon offen? Okay, hier ist nicht alles dicht, aber wir haben Batterien. Und ein... Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Ach, herrlich. Was? Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Herzallerliebste Zeilen, würde ich mal sagen. Ach cool, da hinten sind noch Streichhölzer. Nice, aber ich glaube, dass die Kerzen abbrennen. Also, ne, je nachdem, wie groß sie sind, kriegen wir jetzt die Zwischentür auf. Verdammt, der Schlüssel ist abgebrochen. Ja, dann bleibt die Tür halt jetzt auf. Kann ich auch nicht ändern. Ich traue diesen Statuen nicht. Die haben mich beim letzten Mal immer angegafft. Was ist denn das für ein Raum? So, haben wir hier eine Kerze? Natürlich nicht. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ein Raum mit einem großen runden Bild. Da ist noch eine Statue, die nach unten guckt. Vielleicht ist an diesem Ort irgendwas. Oder wir können hier eventuell noch was aufmachen. Ich bin mir unsicher. Das Licht flackert mir schon wieder zu viel. Also das wird ausschlaggebend sein. Gut, wir haben schon 11. Das war die Tür nach oben. Da sitzt eine richtig creepy Puppe. So, habe ich hier jetzt? Danke. Ach. Nee, da sind gar keine drin. Aber die kann ich vielleicht anmachen. Auch nicht. Was ist denn das bitte für ein Spiel? Das Büro? Ach, hier ist eine Kerze. Danke. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Okay. Momentchen mal, das ist der Teller, den ich auf dem Gemälde gesehen habe. Und warum haben da jetzt so ein... Alter, warum hat er die Kerze ausgemacht? Das ist jetzt ein bisschen Beschiss, oder? Findet ihr nicht auch? Wir haben die Kerze gerade angemacht. Dann kommt der Ladebildschirm und der packt hier uns wieder aus. Das ist unfair. So, irgendwas bewegt sich hier aber. So, und das ist... Das muss ja hier irgendwo sein. Ach, guck mal einer an. Hier haben wir die Statue von dem Gemälde. Die Statue von dem... Ach doch, war ja richtig. Was bist denn du? Eine Vase? Ach, wait. Wir sind gerade... Muss ich vielleicht die Vase mit dem Teller wechseln, damit ich den Teller da hinstellen kann, damit das wie auf dem Gemälde aussieht?
So, kann ich das jetzt wechseln? Nice. So, kann ich das jetzt irgendwie... Danke. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob der da... Anscheinend gehört der da nicht hin. War das jetzt ein Jumpscare? Weißt du nicht mal, ob da jetzt irgendwas... Ach so. Ja, die Statue hat sich bewegt. Gut. Warte mal, wo sollte ich das Teil denn jetzt hinstellen? Das hörte sich immer wie das Leder an. Ach, wie süß. Eine Kitty. Das mit den Streichhölzern ist immer ein bisschen fies. Warum sollte ich jetzt Streichhölzer nehmen, wenn ich noch 9 Stück auf der Hand habe? So, irgendwas ist da draußen auf jeden Fall am Brunnen. So. Der Kopf muss in den Raum nebenan. So, dann haben wir das auch schon mal. Und die Vase muss irgendwo hier rein, ne? Lass mich doch mal hier eben die Funzel anmachen. So, das ist was für ein Regal? Das ist das Regal, nicht das hier. Ach verdammt, Funzel schon wieder umsonst angemacht. Das müsste wahrscheinlich das Regal nebenan gewesen sein. Hier, ne? So. Und die muss jetzt noch dahin. Okay. Ich hoffe, dann haben wir aber alles platziert für diese Nacht. Warte mal, ist gerade irgendwas aufgegangen? Nicht wirklich. Das hört sich so an, als hätte sich irgendwas im Arbeitszimmer geöffnet. Ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, aber ich habe nur nichts gesehen gehabt. War ich jetzt so blind? Warte mal, der Schrank ist zu. Hier ist auch alle zu. Sollte das Klavier uns davon ablenken lassen? Ablenken? War das die Zigarre? Nee. Ist das hier überhaupt das Arbeitszimmer? Wow. Okay. Gut, ich kann also auch manche Schränke öffnen. Gut zu wissen. Arbeitszimmer, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Dann müsste das ja das mit dem Schreibtisch sein. Ach, die Schublade. Guck mal einer an. Wir haben einen neuen Schlüssel. So, welche Tür ist verschlossen? Die hier zum Beispiel. Und hier war die erste, glaube ich. Na? Hello, hello. Ich weiß auch, wenn hier eine Tür... Ja.
Nein, nix. Psst. Wir machen jetzt direkt mal hier... Ey! Kollege, lass die Dinger an, okay? So haben wir hier nicht gewettet. Verdammt, ist doch ein bisschen dunkel. Also ich freue mich schon auf die Nacht, wenn der Strom wiederkehrt. Definitiv. Ja, ist ja gut. Muss ich die irgendwie sammeln? Kann das sein, dass das so ein Sammelobjekt in dem Spiel ist? Da denkt sich gerade auch so, mhm. Und kann das sein, dass alle irgendwie das gleiche Hauchen im Spiel drin haben? Gut. Nein, ich kann es aufmachen. Bitte lass ihn hier nicht sitzen. Bitte nicht. Hier saß nämlich immer der Clown. Nein, ich will euch nicht eure Jumpscares verhunzen. Aber hey, warum steht die Vase da? Es ist dunkel. Ein Fernseher. Kann ich ihn benutzen? Hauch wen anders an. Oh, guckt mal. Muss ich dem jetzt seinen Arm bringen? Als ob ich da jetzt anfange, den zusammenzusetzen, damit er mich nachher zu Tode gruseln kann. Nope. Also wie gesagt, Arm liegt unter unserem Bett. Hälfte des Körpers liegt anscheinend hier. Fehlt nur noch der Kopf. So, was haben wir denn noch hier? Genau, hier war eine Art Abstellraum, oder? Mensch, ich habe das ja noch richtig gut in Erinnerung. So, Streichhölzer. Nice. Kann ich die Ente auch nehmen? Oh, hier ist der Kopf. Gut, also noch ist er nicht zusammengesetzt. Ich hoffe, das müssen wir auch nicht. Hier lasse ich mal die Streichhölzer, weil wir haben ja gerade 10 Stück. Alles fing damit an, dass die Familie Harmsworth damals das alte Anwesen kaufte. Haben wir die erste Nacht überstanden? Okay. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ich dachte, wir starten irgendwie in neue Tage, aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Oder das Spiel ist anders aufgebaut. Ich würde sagen, das erkunden wir doch in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr habt voll Bock auf die nächste Folge und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao mit V.